Moin Freunde, moin. Neue Woche, neues Glück, genau. Und wir haben unheimlich viel, deswegen ballern wir jetzt ziemlich durch. Wir haben reingekriegt Walking Dead, wieder eine von diesen Büstenspardosen, ein Pet-Zombie. Genau, dann viel Band Presto. Ja, hier, One Piece haben wir diesen netten Herrn bekommen und dann auch wieder die Nami, diesmal in irgendwelchen orangen Arbeiterklamotten oder so. Dann Nico. Auch die gute Nico, die haben wir glaube ich fast noch nie gehabt. Glaube ich. Dann haben wir Dragon Ball Band Presto, einmal den Broly in einer Super Saiyajin Form. Kann man die auch wieder gegenüberstellen, weil das diese Matchmakers sind? Die haben aber kein Base, was man verbinden kann. Ach so, nicht wie bei den anderen. Nicht, okay. Beide nicht. Ja, dann Boa Hancock, die soll ja letzte Woche kommen. Auch sehr sexy wieder geraten. Ja, sehr schönes Kleid dabei. Ja, das ist das Variant. Die andere haben wir auch schon da. Und dann Grandista, Band Presto, My Hero Academy. Ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, aber auf jeden Fall auch. Almighty. Und Almighty, genau. Oder Mighty irgendwie. Nicht Almighty, sondern Mighty. Dann. Ja, das ist The Time I Got Reincarnated as a Slime. Und dann haben wir zwei Figuren von Kimetsu Demon Slayer. Hier haben wir wieder einen der Dämonen. Und hier haben wir vermutlich mal einen Dämonen-Slayer. da habe ich den Namen tatsächlich vergessen. Auf jeden Fall aus der Ichiban-Reihe von Band Presto, von Bandai, wollte ich sagen. Ja. Eine junge Dame, die ein Kissen auf dem Kopf trägt. Sommer-Outfit, genau. Ein bisschen sehr strange. Und dann noch einen jungen Mann dazu. Ebenfalls aus der gleichen Reihe. Auch irgendwo runterrutscht. Oder? Der rutscht der auf einen... ballartigen etwas. So, dann wundert euch nicht, die sind jetzt gerade ausverkauft bei uns im Webshop. Wir haben sie gestern reingestellt, sind auch alle weggegangen. Kommt aber wieder rein, das ist der Hulk Art FX. Ihr seht jetzt hier nur das Gesicht, aber das ist eine Monsterstatue, wie er gerade so richtig fett auf den Boden haut oder jemanden platt macht. Also das ist richtig geil. Dann auch wieder reingekommen. So ist es. Freut mich sehr. Eine der geilsten Bishuyo-Figuren überhaupt. Absolut. Ash Williams als Mädel. Genau. Richtig cool. Dann auch wieder da. Ne? Ja, Sepia-Ton Harley Quinn. Black Canary. Black Canary, genau. In einem richtig schönen Rockabilly-Outfit. Könnt ihr in der normalen Farbvariante überhaupt nicht mehr bezahlen. Unheimlich teuer, das Teil. Ja. Aber die Sepia-Figuren finde ich eigentlich richtig geil. Sehen richtig gut aus. So, dann Marvel Select, auch wieder reingekommen, blendet etwas. Und zwar der... Marvel Legends. Marvel Legends, genau, sorry. Hasbro, der World War II Captain America. Müsste aus der Ultimate Comic-Reihe sein, meine genau, ich. Genau, mit dem... Mit dem eckigen Schild, ne? Mit dem Motorrad. So, dann... Der Comic Superman. Ja, sehr geile Figur. Diamond Gallery. Genau, DC Gallery von Diamond Select Toys. Wie immer, Empfehlungen überhaupt von mir, wenn ihr Statuen haben wollt, dann holt euch die Gallery-Figuren, die sind einfach preis-leistungsmäßig. Dann den Joker, auch die Comic-Version. Genau, dann aus dem Arrow Universe. Ja, TV-Version. Genau, von Batwoman, auch aus der Gallery-Reihe. So, dann auch wieder reingekommen. Die Artist Alley heißen die, glaube ich, oder? Ja. Artist Alley-Reihe. Hier von Growman, der Batman. Genau. Die sind tatsächlich mittlerweile auch beim Vertrieb und auch bei DC ausverkauft. Wir haben noch ein paar wenige Batmans reinbekommen. Werden in den USA richtig hart gefeiert, die Figuren. Das ist ein älterer, das ist Snooligan, auch aus der Artist Alley-Serie. Das ist der Joker. Genau. Und dann ebenfalls und aus der Artist Alley-Serie einmal Catwoman. Von Sho Murase. Da gab es dann halt auch noch Poison Ivy und so. Wir haben jetzt wirklich nur ein paar wenige Catwoman nochmal gekriegt. Hätten jetzt auch nicht gedacht, dass wir da nochmal rankommen. Genau, und dann haben wir hier auch nochmal den Growman Joker. So ist es. Und den James Growman Killer Croc. Ja, also das sind wirklich die geilsten Designer-Figuren, die ich überhaupt kenne. Die sind so durchgeknallt. Die sind der Hammer. Und so geil und so viel Liebe zum Detail, also und so lustig. Die sind wirklich spitze. Dann hier auch wieder reingekriegt von Storm Collectibles, den Marcus Phoenix. Ja, zu Gears of War 5. Ja.
Dann Nier Automata, ein Doppelpack von Square Enix aus der Bring Arts Reihe. Ihr wisst, die sind etwas kleiner als die Play Arts. Ja, das ist Nier und, oh Gott, wie heißen sie? Ich kann es nicht richtig lesen. Wer? Keine Ahnung, ich habe das Spiel selber leider auch nicht, deswegen weiß ich nicht, wie dieses Viech da jetzt heißt, was dann da drin ist. SH Figure Arts, der Ultraman Suit Version 7. Ja. Dann eine Heroclix-Figur. Ja, und zwar, das hat damit auf sich, diese Heroclix-Figur, die packen wir jetzt so lange, bis keine mehr da sind. Das ist übrigens War Machine. Ja. So lange kostenlos mit in die Pakete, bis wir keine mehr haben. Also wenn ihr bestellen wollt, dann am besten sofort, damit kriegt ihr noch Zeit so eine coole Hero. Kriegt ihr einige, ja. Aber nicht in jede Packung, wir machen das so, in die eine fliegt eins rein, in das andere nicht. Naja, dann haben wir hier von Super 7 Rocky Reaction-Figuren, einmal in seinem Wintertrainingsoutfit und einmal der normale Rocky. Ja. Waren wir auch ganz happy, dass wir noch welche bekommen haben. Die sollten eigentlich ausverkauft sein. Dann habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Lost in Space, auch von Diamond Select Toys. Ja, die sind wieder aufgelegt worden. Also wir haben die vor, ich glaube, 3-4 Wochen, da war aber, glaube ich, Janis da. Ja. Haben wir den wieder reingekriegt und dann nochmal wieder reingekriegt. War immer ziemlich schnell ausverkauft. Und jetzt ist der B9 wieder da. Und auch hier die Evil Queen von Once Upon a Time. Na, ist wieder reingekommen. Sehr schön, sehr schön. Das weiß ich nicht, was das ist. Das ist ein Halloween Collectible Set zu den 1:8 oder ist es 1:6? Ich glaube sogar 1:6. 1:6 Harry Potter. Genau, da sollte auch Harry Potter kommen, der hat leider gefehlt, und aber dafür haben wir Hermine Granger gekriegt. Ihr habt dann immer, das ist die Kinderversion von ihr. Ja, und ihr habt dann halt einmal die Figur und einmal dieses Halloween-Set. Wenn ihr da schon einzelne Figuren habt und halt nur das Halloween-Set haben möchtet, um das ein bisschen gruselig zu gestalten, das gibt's halt auch einzeln zu kaufen. Ja, dann für Kingdom Hearts-Fans aus der Gallery-Reihe von Diamond Select Toys ein ehemaliges GameStop-Exclusive, und zwar die Melissa... Maleficent. Ja, genau. Mit einer Heartless-Figur dabei, die da irgendwie... Heartless. Die da, ja, das ist, seht ihr da unten. Ja. Da unten fliegt er rum. Aber auch für alle Disney-Fans, weil Maleficent oder... Malefix oder wie sie früher hieß, ist auch wieder reingekommen. DC Gallery, Batman Who Loves. Batman Who Loves. Jetzt wollte ich gerade noch was sagen zu dem zweiten Maleficent-Film mit Angelina Jolie, aber ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Soll aber total super sein. Ja. Dann haben wir den 1:6 Faker nochmal für alle Masters-Fans. Haben wir uns tierisch gefreut, dass wir noch ein paar wenige bekommen haben. Ist das Nonplusultra, was Masters of the Universe Figuren in der Größe angeht. Ja. Dann mal was Nettes wieder von Asmus Toys. Ja. Und zwar Devil May Cry, einmal die gute Lady. Ja, 1:6. Ich weiß nicht, wir können mal kurz rein. Ich meine, dass sie so sieht sie aus. Ordentlich viel Zubehör. Ja. Toll gesculptet, was sagst du? Schöne Figur. Sieht toll aus. Ja, ne? Sieht super aus. Hammerfigur. Ja. Und eine fette Wumme, würde ich mal sagen. Bazooka mit. Bazooka mit so einem riesen Schlachtermesser. Dann haben wir von. Oh, ist es ebenfalls Asmus? Nee. Das ist Star Ace. Ach, Star Ace. Von Star Ace einmal zum Herr der Ringe. Rückkehr des Königs müsste es Theoden, sein. Genau. König Theodor. Theoden. Nicht Theodor. Also. Jetzt fehlt langsam ein bisschen durch. Wir mal gucken, ob wir da auch reingucken können. War ja am Ende des Tages eigentlich so ein bisschen unsympath. Und Eomer, sein cooler Sohn, muss es dann rausreißen. Der muss es rausreißen, ja. So sieht's aus. Ordentlich Zubehör und so weiter. Dann tatsächlich mal, das ist neu, oder? Bin ich der Meinung. Die gab's die sind wieder reingekommen. Haben wir vor 2-3 Wochen euch gezeigt. Sub-Zero. Fragt nicht, wann Scorpion kommt, kommt demnächst, aber wir haben da noch keine genaue Zusage. Genau. Ebenfalls von McFarlane Toys. Auch wieder reingekommen. Zu Doom. Der gute Slayer von Doom. Dann ebenfalls McFarlane Toys, Game of Thrones, Viserion. Genau, das ist jetzt Viserion in seiner noch lebenden Fassung.
Als Zombie hatten wir den ja schon, ist ausverkauft. Es kommt jetzt auch die wahrscheinlich noch diese Woche Regel rein. Aber im Moment nur Viserion, wie er gerade Feuer spuckt. So, und dann wieder was schön Großes aus der Super Powers Collection. Auch wieder reingekommen. Ja. Der Superman, der ganz klassische Superman. Ganz tolle heroische Statue, finde ich. Großartig. Ja. Sau schwer. Ja. Ja. Dann haben wir hier Hexagear. So, ich weiß tatsächlich nicht, ob das jetzt die Original-Wolfsbrigade in Hexagear ist oder ob sie nur davon inspiriert worden sind. Sind relativ klein, wenn er sie zusammengebaut hat, aber sehen saugeil aus. Für die Modellbauer unter euch Maßstab 1 zu 24. Ja. Und dann haben wir von Eagle Moss, den zeigen wir euch nur so, weil sie sind alle ausverkauft. Den gibt es auch schon lange nicht mehr. Den Lobo mit Dog, mit seinem Hündchen. Also wir glauben nicht, dass wir noch mal welche reinkriegen. Wenn ja, freuen wir uns, aber die waren auch sofort ausverkauft. Dann für euch Bastler ebenfalls ein Modellkit in Kooperation mit Hasbro. Das ist der Optimus Prime. Aber so viel zu basteln gibt es ja noch nicht, oder? Einfach immer nur zusammenstecken und fertig. Ja, die kannst du, brauchst du nichts kleben. Ja, genau. Und ähnlich ist dann auch die gute Ariel hier. Ist genau so eine Actionfigur, die ja einfach nur zusammenstecken müsst und dann kommt diese tolle junge Dame bei raus. Ja. Dann auch wieder reingekommen zu Witcher, der gute Eredin. Ich weiß gar nicht, ob der in der Serie auftaucht, aber da ich habe im Trailer eine Figur gesehen, die kam so ein bisschen so rüber wie er. Ja. Dann zwei Figuren von Takara, Tomy bzw. Hasbro und Transformers, auch wieder klassisches Design. Astro Train. Von den Decepticons und auch neu der Ultra Magnus, beide in der Leader Class, sehen sehr geil aus, richtig schöne 80er Look. Ich habe gerade den Film vor kurzem erst wieder gesehen, den 86er Transformers Film und muss sagen, ich war wieder total begeistert. Die sind wieder reingekommen, der gute Blackout. Genau und auch der Grimlock, beides aus der Studios. Der halt eine super Dinobot Figur wieder, die sind sowieso... Dann auch bei euch mit mal angesagt, wieder reingekommen, ein sehr schönes Stück, und zwar Betty Page. Ja, war auch eine ganze Weile ausverkauft, sind wir auch froh, dass wir da noch mal was bekommen haben. Ja, dann Betty etwas, Page, wo ich jedes Mal wieder mich überrascht bin, wie schwer das Teil ist. Ja. Die Batman-Maske als Büste. Ja, diesmal Frank Millers Dark Knight Rises. Ja. Und die hier ist auch neu, das ist Batman The Red Death aus der Batman Metal Serie. Sieht Hammer aus, das Teil. Also ja, der großartig. Hat auch irgendwie so eine, wie soll ich sagen, so eine Bussard-Nase oder irgendwie sowas. Der sieht aus, der könnte auch von aus irgendeinem Metal-Cover sein, weißt du, von irgendeinem neuen Album oder so. Echt eine geile, richtig geile Figur. Dann die zweite Auflage von Joker Who Laughs in Black and White. Erste Auflage ist auch schon lange nicht mehr lieferbar. Zweite Auflage kam schon vor einer Weile raus. Wir haben noch mal welche bekommen, sind wir auch sehr happy drüber. Ja. Der hier kam vor 2-3 Wochen, war auch sofort wieder ausverkauft. Jetzt haben wir wieder welche reingekriegt von Joe Madureira, Batman Black and White. Genau, dann... Eben hatten wir euch ja schon mal die... Sepia Black Canary gezeigt. Genau. Und jetzt haben wir die Sepia Poison Ivy. Ja. Auch eine sehr, sehr beliebte Statue. Ja, und für die gilt das Gleiche. Die normale Farbvariante, die ist eigentlich mittlerweile unbezahlbar. Die ist weit über teuer. Die 300 Euro drüber hinweg. Über 500, glaube ich sogar. Oh, krass. Ja, okay. Ja, ja. Dann von den Bringarts-Figuren gibt es einen neuen Zora, diesmal Pirates of the Caribbean. Ja. Oder Caribbean, so heißt es ja. Ja, aus Kingdom Hearts 3. Ja. Dann wieder reingekommen. Ja. Die gute Hela, ihr könnt nicht genug von ihr bekommen. Sie ist wirklich mit einer der besten Figuren vom Sculpting her, vom Head Sculpt her und so aus der Reihe. Und auch wieder reingekommen. Nee, es ist neu. Ach, das ist die Exclusive. Das ist wir hatten ja. Stimmt. Letzte Woche kam wieder der normale Cyclops wieder rein. Extra Kopf und so, genau, und das ist der Exclusive in dem klassischen Cyclops-Kostüm. Ja. Der andere, das war ja das moderne, stimmt. Die moderne Version, wie üblich in so einem Blech.
in der Blechverpackung. Dann von 3Zero, auch super happy, dass wir den nochmal reingekriegt haben. Bioshock, Big Daddy und Little Sister. Ja. Könnt ihr euch schön ein paar Bilder im Webshop und auf Facebook angucken. Und dann, ihr kennt sie eventuell aus The Big Bang Theory. Ja. Die grüne Laterne, die Laterne der ja. grünen Laterne. Grüße 1:1. Ja. Viel Spaß damit. So, dann haben wir auch von ArtFX den guten Dante reingekriegt. Wir haben auch Nero reingekriegt. Ich habe nur dummerweise eben im Lager die falsche Kiste gegriffen und habe zweimal Dante gegriffen statt Dante und Nero. Den zeigen wir euch dann nächste Woche, sofern er noch auf Lager ist. DC Gallery, Batman, The Dark Knight, Christopher Ganz Bale und passend dazu Christian Bale. Ja. Und passend dazu aus The Dark Knight Rises einmal die Catwoman. Ja. Ups. Weiter geht's mit DC Gallery und zwar einmal der Nightwing. Ja, der kam vor 2 Wochen rein, war auch ratzfatz ausverkauft. Jetzt haben wir noch mal ein paar wenige reingekriegt. Ist aber, glaube ich, ganz normal noch lieferbar, also müsst ihr dann euch nicht stressen. Dann eine sehr schöne Supergirl im Comic-Look. Ja, kam auch vor kurzem wieder rein und ging auch vor kurzem wieder raus. Und dann auch wieder reingekommen, der Doctor Strange aus Infinity War, auch aus der Gallery-Reihe. Sehr schöne Pose auch. Und auch wieder reingekommen, auch eine Figur, die ich auch damals unbedingt haben musste, der Sinister, Mr. Sinister aus der Marvel Gallery. Bietet sich großartig. Wirklich an, da unten eine LED ja, reinzupacken. Funktioniert auch, diese LED-Teelichter kann man da super drinne platzieren, funktioniert sehr gut. Die ist tatsächlich neu von DC Gallery, von Diamond Select, eine Harley Quinn. In diesem Blau-Rot-Schwarz-Look, sonst hat sie ja meistens immer Rot und Schwarz. Recht und, klassischer Comic-Look jetzt. Bei dem hat sie halt noch Blau mit dabei. Genau, dann auch Batman Metal, ne? Ja, der Dawnbreaker ist auch wieder reingekommen. Und auch wieder reingekommen. Also ich weiß nicht, wie oft wir die schon verkauft Suicide haben. Suicide Squad, ja, unfassbar, wie die Figur noch läuft. Das ist unglaublich, ja. Sie einfach. Und dann auch wieder reingekommen. Für die gilt genau das Gleiche. Die Angela, wirklich großartige Figur. Dann auch zu Dark Knight Rises, DC Gallery, Diamond Select Toys, einmal der Bane. Ja, und das war es auch das schon mit den Galerie-Sachen. ihr habt lange drauf gewartet, oft gefragt, bei mir angefragt, hier angefragt. Jetzt ist sie wieder da. Diamond Selectors hat die nochmal aufgelegt, den Carnage. Für mich die beste, eine der absolut besten Figuren, die es von aus der Marvel Select-Reihe gibt. Wir haben verglichen, ich habe meinen ausgepackten mitgenommen, hier ist er. Es ist vom Sculpting her 1:1 die gleiche Figur, das Verpackungsdesign ist dasselbe. Die Bemalung ist minimal unterschiedlich nach ein paar Jahren, nach 5 Jahre oder was. 5 Jahre sind es. Kann man das auch mal machen. Mhm. Ansonsten ist es aber, es ist die gleiche Figur, ihr braucht keine Angst haben. Also dementsprechend, ja, alles okay. Gütesiegel von mir erhalten. Sorry, dass wir so gehetzt haben, aber ihr habt gesehen, wir haben dermaßen viel Ware und wir wollten das alles in ein Video reinpacken. Deswegen waren die Bilder heute nicht ganz so wahnsinnig ausführlich. Genau. Ich hoffe, ihr verzeiht uns das. Dann ganz kurz, das hatte ich euch auch schon letzte Woche gesagt, wir haben aber diese Woche Bestätigung bekommen bezüglich der Teenage Mutant Ninja Turtles 1990er Movie von Heyo. Die letzten beiden Figuren, Leonardo und Donatello, sollen Anfang Dezember geliefert werden. Das haben wir jetzt auch schriftlich, nicht nur mündlich, deswegen hoffe ich jetzt mal, dass die sich auch daran halten. Dann habe ich Dr. Sleep gesehen, die Fortsetzung von Shining. Es ist kein Kubrick, aber ist eine richtig gute Fortsetzung. So auf modern gemacht, auch so mit modernen Horror-Effekten. Evan McGregor ist gut, hat mir prima gefallen. Wer mehr auf Literaturverfilmungen steht, The Good Liar habe ich gesehen, hier mit wie heißt er, Ian McKellen, der Gandalf gespielt hat. So eine ganz klassische Gauner-Thriller-Krimi. Fand ich total super. Wer lieber es ein bisschen ruhiger hat, so wie Agatha Christie, Hercule Poirot oder irgend sowas, solche Filme mag, aber ohne dass es lustig ist, der ist mit dem Film auch gut bedient. Hast du noch was? Ja, ihr könnt mal alle, die es noch nicht haben, mal die Comic Toy Hunter Facebook-Seite liken, damit ich dieses Jahr die 4000 noch knacke. Auf jeden Fall. Das wäre großartig. Unbedingt. Ja, das war's. Ich hab sonst nichts gesehen, nichts gehört. Dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis alles dann. Klar. Tschüss. Ciao.